Dhuhr und Asr Gebet zusammen beten, ohne Grund, ohne Reise, ohne Krankheit, ist es Sunna, sie zusammen zu beten? Manchmal, es gibt Hadith. Hast du die Antwort jetzt selber gegeben? Dhuhr und Asr zu beten, ist manchmal Sunna. Und auch Maghrib und Isha zusammenzulegen und zu beten, ist manchmal Sunna, wenn man einen Grund hat, weil Al-Asr der Ursprung ist, dass wir wie viele Gebete am Tag haben? 5 Gebete am Tag. Allah Azza wa Jalla sagt in Surat An-Nisa, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Wahrlich, das Gebet ist für die Gläubigen Pflicht. Was heißt Pflicht? Pflicht heißt, dass sie 5 Gebete haben. Wir sind nicht wie die Schia, dass wir an einem Abend alle Gebete zusammenziehen. Wir sagen, wir machen einfach mal alles zusammen. Der hat gar kein Gebet gemacht. Der hat bei Allah Azza wa Jalla kein Gebet gemacht. Warum? Weil Al-Asr, der Ursprung ist, dass alle Gebete, was? Ihre festen Zeiten haben. So. Wenn es aber einen Grund gibt, Reise, Krankheit oder sonstiges, dann kann man die Gebete zusammenziehen. Welche Gebete? Dhuhr und Asr oder Maghrib und Isha. Wallahu ta'ala ala wa'ala.